Ja, wir haben eine Wette gehalten, ich besorge Alk. Ja. Du merkst, Rafim steht wie so ein Stein, kriegst du gar nicht wach. Ich würde Ja, dann wenn du, sobald aufstehen. du aufwachst, hast du richtig schön was zu trinken vor dir stehen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mira, wir essen jetzt erstmal was. Wir essen jetzt erstmal was. Ich hole mein rohes Fleisch aus der Tasche und teile das dann mit Mira. Ja, du solltest noch ein Stückchen essen. Ja, du solltest noch ein Stückchen essen. Ja, und dann mache ich vermutlich anderen Wachen, während ich meinen Bären da betüddel. Oh, bist du niedlich. Ah, das ist meine Hand, nicht das Fleisch. Ich würde jetzt wieder meinen Tag da mit verbringen. Ich gucke mich erstmal um und wundere mich, wo die anderen sind, ehrlich gesagt. Ich weiß ja gar nicht, wo die hin sind. Boah, ich penne wahrscheinlich gerade neben dir. Und dann, der Rest taucht schon wieder auf. Oh, Kiros! Kiros! Waren wir nicht mal mehr Leute? Also, ich kann mich nicht genau an ihre Namen erinnern. Ich könnte schwören, hier waren mal mehr Leute. Ja, der Rest ist. Die sind schon vorgefahren, diesen Floß mit dieser. Doch gut aussehenden Jungfrau. Okay, von mir aus. Aber wir werden den auch hinterherfahren, sobald sie wieder zurück ist. Und sie mag keine Beeren, solltest du vielleicht aufpassen. Blöde Fotze. Sie mag Fische und Bären essen Fische, irgendwie sowas. Ja, blöde Fotze. Aber gut. Ich sag ihr das nicht ins Gesicht. Aber ich darf es ja dir wohl denken. Ja, das darfst du. Okay. Ah, herrlich. Ah. Manchmal vergesse ich es, wie angenehm es ist, in Scheunen zu schlafen. Ja, vor allem, wenn man keinen Zeitdruck hat und sich einfach mal zurücklehnen kann, nicht wahr? Ja, ich hoffe, diese Frau kommt bald wieder. Naja, ich suche mir etwas zum Waschen, irgendwie so ein kleiner Ahnung, so ein Pferdetrog oder sowas. Vielleicht buchstäblich der Fluss, der da unten ist. Ja, das ist auch eine Idee, aber da müsste ich mich ausziehen. Also Ja, ich beim werde nicht. Pferdetrog nicht. Ne, ich mache mir bloß Katzenwäsche irgendwie. Ist damit die Eitelkeit abgedeckt? Fürs Erste Bist du eine bestimmt. Ratte? Fürs Erste bestimmt. Sonst hat er noch einen Sappefaktor. Nein. Also wirklich, Abelmir, ist das ein Fleck auf deiner Was? Robe? Da sieht man. Hast du dich in etwas hineingesetzt? Gott, ich hasse Scheunen. Das hat ja nicht lange gehalten mit eurer Liebe des Rustikalen, du, ne? Ja, ich vergesse immer wieder, wie dreckig diese verdammten Scheunen immer wieder sind. Ach, na gut. Ich streiche mir so um die Robe. Sappefakte Zauberschwamm. Befreie mich von Schmutz und Schlamm. Eigentlich schade, dass Jalan nicht hier ist. Er würde jetzt einen roten Kopf bekommen und euch erklären, warum ihr nicht die Magie für solche unwichtigen Sachen nutzen sollt. Es ist immer wieder nett. Hör mir! Gib mir ständig einen nützlichen Zauber. Ja, ihr klingt so überrascht. Könnt ihr eure Naja. Robe reinigen? Ach, dieses ganze Salzwasser an meinem schönen Seidengewand. Tja, schade, dass ihr diesen Zauber nicht könnt. Darf ich euch behilflich sein? Ach, bitte. Ich glaube, man kann ihn Es ist auch so peinlich, immer wieder in den übertragen. Tempel zu gehen und nach einem neuen Gewand zu fragen. Kann man den Subfaktor übertragen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, natürlich. Warum nicht? Kannst du Musst doch du mal ein. gucken, Ich guck gerade, ja, Zielobjekt. ich guck gerade, deswegen. Ich selbst oder Einzel? Also, müsst du eigentlich gehen. Ich Wo ist der schon. Bauschund? Komm, Sappefaktor, wo ist er denn? Hier. Ja, Zielobjekt, ich warte selbst, Einzelobjekt, ja. Einzelperson freiwillig. Ja, kannst du ohne Probleme Gut, übertragen. dann Gut, müsste ich machen bloß wir. die Reichweite erhöhen. Plus 5. Und Brauche ich kannst du bloß. doch anfassen. Nee, Reichweite Ja. selbst. Er muss ja also auch wirklich Reichweite selbst. vorher Aus entdecken. Erhöhung die Reichweite. Das heißt eine plus 5 halbiert. Zieh die Robe an. Minus 4 für Zeitlast, also eine plus 1 erschweren, das ist für einen Zappefaktor. Nee, eine minus 1 Erleichterung, weil Nein, die plus 5 erschwerendes durch die Runde. Reichweitenerhöhung. Selbst auf eine Person Ja, oder und das halbierst du dann, weil du Gildenmagier bist. Ja. Nein, plus 5, minus 4 für Zeitlassen, geteilt durch 2. Erst Nein, die aufsummieren, 4, dann nein, es wird halbieren. erst halbiert, dann kommt die 4 drauf. Nein. Abelmir, zieh die einfach an. Du bist eine Bohnenstange Würfel und einfach, das es ist ist am ein Ende sehr, eh sehr weites Genau. Seidengewand. Sappefakter Zauberschwamm, befreie mich von Schmutz und Schlamm. Ja, Ja, ich glaube, die Erschwernisse werden halbiert und nicht alles wird halbiert. Bin ich Richtig. mir nicht ganz sicher, aber. Also mit Libokation steht dran, erst aufsummieren und dann halbieren. Alle Alle,
alle Modifikationen. Spontanen Modifikationen genau. werden aufsummiert und dann halbiert. Und dafür gehört die Verdopplung des Zauberlauchs auch dazu, als spontane Modifikation. Also genau, ich vertraue Isarun, nicht Jalan und auch nicht Javel mir, aber Isarun vertraue ich. Steht vorne im Liga-Kanton ist drin. Ja, sehr gut. Ja, WDZ steht es auch dran. Gut, dann seid ihr wieder sauber. Ach, wunderbar, dankeschön. Kein Problem, immer gerne. Ja, ihr seid nicht sauber, nur eure Klamotten. Ja, aber darum ging es doch, dass mein schönes Seidengewand wieder sauber ist. Ich habe keine Lust, immer wieder nach einer neuen zu fragen. Vielleicht solltest du nicht. Egal, ich bin nicht da. Ich würde mal Kiras anschauen. Jalans Verhalten lässt in letzter Zeit aber auch wirklich zu wünschen übrig, euch einfach so mit Wasser zu übergießen. Schrecklich. Ja, nicht wahr? Und dann auch noch mit Salzwasser, also wirklich. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist. Ich glaube, er hat sich versucht zu beweisen vor diesen Leuten auf diesem komischen Schiff. Ich denke auch, dass er irgendetwas zu beweisen hätte. Ja, es ist Jalan, also. Aber na, nein. Trotzdem, also einen gewissen Funken an Respekt erwartet er dann doch schon. Ja, dann denke ich mal, warten wir jetzt, bis diese komische Frau wiederkommt. Ist das richtig? Nun, sie sagt, es könnte einen Tag dauern. Also haben wir genug Zeit und... Wir haben genug Zeit für Speis und Trank. Ihr könnt mir dabei helfen, Mira auszubilden. Ich bin gerade dabei, ihr den Sturmangriff beizubringen. Das ist ein sehr wichtiges Talent für Bären. Müsst ihr wissen. Ich kann gern versuchen zu helfen. Ich habe zwar mehr Ahnung von Pferden, aber... Ich denke, das Wissen lässt sich übertragen. Ich kenne mich ein wenig mit Tieren aus, ja. Ja, dann... Aber mir wollt ihr auch helfen. Ich setze mich interessiert in den Stroh und gucke diesem bunten Treiben zu. Ja, ich würde dem Bären vor dem Bären herlaufen und laut brüllen. Uah! Und dass der Bär mir dabei hinterherläuft. Also im Grunde wie ein Sturmangriff funktioniert bloß halt ohne Gegner. Ja, wir machen mal eine Abrichtenprobe. Ich hab das befürchtet. Kann mich Keras unterstützen? Mit einer Tierkunde, die er halbieren kann. Ich kann auch mal abrichten helfen. Nee, ich will eine Tierkunde. Das würde ich ausgehen, so als Reihergewalt, dann wäre das ganz hilfreich. Ah, ich hab's sogar Tierkunde. Ich wollte sagen, also abrichten wirst du mit Pferden haben, deswegen will ich eine Tierkunde. Ja, ich kann abrichten definitiv besser als Tierkunde. Nee, ich will eine Tierkunde. Ja, kriegst du. Gut, dann kriegst vier Punkte erleichtert. Halbiert, genau. Oh, warte. 13 Punkte über, ganz easy. Sehr göttergefällig. Natürlich, göttergefällige 13. Gute Probe. Ja, dann kannst du den Tag über mit deinem Bären Sturmangriff üben. Erstmal läuft sie ein bisschen vor dir weg, hat so ein bisschen Angst, wenn du brüllst, dann nach und nach wird das eher spielerisch und läuft sie mit dir und dann läuft sie auch vor dir weg und so. Auf ein Ziel hin. Ja. Ich unterstütze dann immer damit, indem ich immer wieder dieses selbe Handzeichen mache, damit sie lernt, welches Handzeichen sie für einen Sturmangriff kriegt. Von wegen immer diesen ausgestreckten Zeigefinger. Ja, immer wenn es das richtig gemacht hat, dann wieder eine kleine Belohnung, sodass man da dann ein Tätschen auf den Kopf bekommt oder ein kleines Stück Fleisch oder so. Wie man eben Bären ausbildet. Das ganz normale Bären-Ausbildungsprogramm. Am Ende ist Rafim stolz wie Bolle, wenn er da steht und Mira ihm hinterherläuft. Ein breites Grinsen. Wie ist es, dein Vater zu sein? Okay, ja, wollt ihr sonst noch den Fluss ihr entgegengehen oder wartet ihr einfach hier warten? Ich bin schwer beschäftigt. Ja, wir sind sehr schwer beschäftigt. Ja, ich denke auch, so am Schlauschen zu warten. Dann könnt ihr einen Tag warten und wieder so gegen grob 15, 16 Uhr wird dann wieder Alvide auftauchen, die mit ihrem Lachsgefährten euch wieder entgegen fährt. Ja, moin moin nochmal, ich bin's wieder. Ihr könnt dann einsteigen, die anderen sind schon drüben. Moin moin. Ja, moin moin. Nun, womit möchtest du bezahlt werden? Geschichten? Schnaps? Ja, Schnaps brauche ich nicht. Hast du noch was anderes im Angebot? Eine gute Massage. Das kann ich auch machen. Ja, dann los. Ich ruhe, ich bin so verspannt und dann kannst du dich hinter mich setzen und dann durchkneten. Aber gerne doch. Und die anderen ran in die Rude. Jo. Ach,
Das ist ja ganz ansteckend. Athletik plus 10? Hey, Boote fahren bitte. Hab ich nicht. Hast du was anderes, mit dem du bezahlen Seefahrt. Willst? Geschichten. Was denn für eine Geschichte? Die Geschichte von... Es geschah einmal eine Geschichte aus 1000 und einem Rausch. Na, dann will ich jetzt aber auch eine richtige Geschichte von dir hören. Och, nee. Für lieber die 10er Athletik. Es geschah einmal, dass ich 30 Stadtwachen bestach, um Jana aus dem Knast zu holen. Es war einmal im Jahre 753 nach Bosporans Fall. Ein großer Zauber beherrschte das Tal von Baron Ula und quälte die Bevölkerung. Da kam ein junger Bauer mit Namen, wie hieß der nochmal, dieser Bauer, der den schwarzen Drachen besiegt hat. Gedächtnis. Weißt du, hast du uns doch mal eine Geschichte erzählt von... Isarun hat eben geflüstert. Ja. Yeah. Den schwarzen Drachen mit dem Namen Jadir der Kühne. Nicht vorgesagt, genau. Ja, gib mir mal eine Probe. Sagen Legenden, ja. Ja. Und Rafim, was hast du im Angebot? Ich ruder! Nee. Ich will eine Probe von dir haben. Nee, ich hab doch. Sie wollte doch, dass ich ruder oder nicht? Ja, aber du sollst trotzdem bezahlen. Erzähl von der Armbrust! Achso, ich soll nicht mit Rudern bezahlen. Ja, dann erzähle ich ihr über die Geschichten, die Boltax mir erzählt hat. Also, ihr müsst wissen. Boltax Urgroßvater war verwandt. Die Geschichte habe ich gestern. Die Geschichte habe ich gestern erst gehört. Ach, wirklich? Du willst mich doch belackmeiern. Warte mal. Ich kann dir erzählen. Du tu nicht gut, du. Du bist der Pirat hier. Du fieser Lumpenpaktiere. Erzähl eine ordentliche Geschichte. Okay. Hören wir zu. Es war einmal. Ich kann dir nicht genau sagen, wie lange das her ist, weil ich nicht weiß, wann ich geboren bin. Da sind wir durch die Straße von Anfang gestritten. Wunderschön, wunderschöne Ecke. Und ich und meine Brüder von damals haben da, sagen wir mal, weißt du, Dinge gemacht, auf wie wir jetzt, ja, da sind wir schon stolz drauf. Also wir haben uns gerade erst wieder ein paar Münzen verdient. Und natürlich, weil wir verantwortungsvolle junge Männer waren. Oh, wie du sprichst, Freundchen, hast du auch mal die Familie Ulfahrt beschützt, oder was ist mit dir los? Du, das ist ganz ansteckend, das ist ganz furchtbar. Ja, du, ist doch schön, hau wie, ne, schrecklich. Ach, ich ja immer, wenn ihr das macht, du, ich werde da gleich angesteckt von. Oh, ich habe gehört, dass die Ulfahrt auch bei euch sitzen. Puh. Also, auf jeden Fall. Ihr dürft nicht so viel reden, ihr steckt mich an. Also, wir wollten auf jeden Fall los. Ein paar Münzen uns besorgen, haben wir gemacht. Dann haben wir uns, ich weiß nicht, heute weiß ich nicht mal, was es war, wir haben uns das besorgt. Und glaubt mir, da habe ich viele bunte Farben gesehen. Gib mir mal eine Probe. Und da war, habe ich das auch das... Ja. Also, ich würde dir von meinem Drogentrip erzählen. Über was läuft denn ein Bogentrip? Also, was willst du da, soll ich da würfeln? Ja, sagen Legenden, wenn es ein Seemannsgarn ist oder Geschichtskenntnis. Es ist halt einfach mein Drogentrip. Ja, dann würfeln eine Zechenprobe, ist auch okay. Wie gut du dich noch daran erinnern kannst. Darf ich zitieren an der Stelle? Ihr müsst mir nur gute Talente hier in den Ring schmeißen, dann dient das als Bezahlung. Ja gut, dann erreicht ihr am 15. Raja, irgendwann spät in der Nacht, eine kleine Biegung vom Dapat, wo sie euch dann nach oben bringt und könnt dann bei einer abgebrannten, niedergebrannten Mühle zu dem richtigen Ufer dann aussteigen. Hier könnt ihr auch erkennen, wie die anderen bereits auf euch warten. Und seht neben der niedergebrannten Mühle sonst andere Häuser. Häuschen gibt es hier wenige, nur noch kleine Karten und Schuppen, die allesamt auch niedergebrannt sind. Aber zwei Zelte mit einem Banner darauf, und zwar das der Rondrianer und das der Golgariten. Der Ort heißt Lennarts Mühle. Durften wir eigentlich auch einmal regenerieren? Ja, na klar. Also hatte natürlich auf der Fahrt ein bisschen gedauert, aber während die anderen dann den Dapat hoch segeln, könnt ihr euch dann auch hinsetzen und ebenso ja, euch da vergnügen. Ihr habt natürlich auch Aufmerksamkeit bekommen. Konntet euch da kurz anmelden, beziehungsweise sagen, dass ihr in Richtung Norden wollt und die Gespräche dann auf den nächsten Tag vertagen wollt, sodass ihr dann die Gespräche mit der ja, Obrigkeit dann heute führen könnt. In Gemeinsamkeit. Hat natürlich wieder für Stirn, ja, so, man hat ein bisschen misstrauisch geguckt, aber
lasst euch da dann verweilen, bis dann die anderen ankommen. Später in der Nacht, wie gesagt. Und könntet dann am 16. Reihe frisch ausgeruht in Lennarts Mühle die Gespräche beginnen. Das seht ihr. Aber bin ich eigentlich der Einzige, der von dieser Sprache von der Frau total angesteckt wird? Das ist furchtbar. Ich versuche es tatsächlich zu unterdrücken. So, vielleicht. Ich habe jetzt auch eine neue Geschichte. Und zwar, wie ich die Weißmagierin in Bonnstrahle und einen Reuergeweihten so ein bisschen um meinen Finger gewickelt habe und ihr erzählt habe, dass ich Piratin bin und die haben trotzdem mich nicht verbrannt oder festgenommen, sondern haben einen Handel mit mir eingegangen. Das ist eine gute Geschichte. Ja, macht's gut. Das ist eine gute Geschichte. Burido, fette Beute. Bleibt göttergefällig. Ja, du auch. Grüß die Lachse. Ja, grüß mir die Bären. Und immer schön das gute Anbarer Bier trinken. Bis zum nächsten Mal. Möge der Herr Brass der verwirrten Frau beistehen. Sie kann auf jeden Fall rudern. Und ich denke, mit diesem geringen Dienst hat sie wohl auch hinreichend für ihren Mundrock gebüßt. Ich denke doch auch. Es gibt sehr viel schlimmere Leute, die sich Piraten nennen. Diese hier schien doch recht hilfreich und sie steht auf der richtigen Seite. Wenn auch vom Glauben her etwas verwirrt. Nun, ich schätze, wir können sie nicht zu den Baroni zwingen. Jetzt gerade auf keinen Fall. In der Tat. Am Thema Baronis kommt. Lasst uns unsere Aufwartung machen. Es wäre es vielleicht nicht besser, wenn jemand anders bei den Baronis vorgeht, als du? Ja. Ich komme vorgehen. Was soll das bitte schön bedeuten? Das jedes Mal, als ich in Gara der Boron-Tippe war, die suboptimal auf deinen Namen reagieren. Das kommt dir nur so vor. Danke, auf uns beide bitte. Werden sie auch nicht wirklich gut reagieren. Das ist zu befürchten, aber ich denke, Jalan wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bitte darum, dass du vorgehst. Ja, gegen aller Arroganz, spaziere ich trotzdem Schrock auf das Zelt der Rondriana zu. Ich bin immer noch dafür, wir lassen immer noch Isarun den Vortritt. Sie hat das super gemacht. Ich könnte ihn ja stumm machen. Das wäre doch wenig göttergefällig, jemanden den Mund zu verbieten. Aber schon würde den Boronis gefallen. Daran dachte ich auch. Ja, den Boronis sicher, aber wir müssen uns doch erstmal einen Blick über die Lage verschaffen hier. Das ist doch blöd, wenn er da nicht sprechen kann. Das ist richtig, wenn ihr wollt, dass er spricht, ist das blöd. Ja, naja. Andererseits ist es Jalan, der spricht, also. Ich hab das nicht so laut sagen wollen. Ich verstehe schon euer Argument, aber lassen wir es doch einmal dabei und schauen einmal, was dabei herumkommt. Wir sollten uns wirklich beeilen, sonst redet er sich nachher noch um Kopf und Kragen. Ja, ihr könnt, soll ich auf so ein Dutzend Schritte reingekommen, wenn ihr könnt hast. Sehen, wie jetzt zwei profane Wachen auf euch zutreten mit einem sehr abgewetzten Wappenrock der Rommelisa, also eine Travia ganz darauf und die euch dann argwöhnisch ansehen. Wie gesagt, mit dem Wappen handelt es sich wohl um entweder Stadtgardisten oder ehemalige Soldaten, die jetzt auf euch zukommen. Halt, habt ihr euch mittlerweile gesammelt oder kommen da jetzt noch weitere? Moin Moin, Boron zum Gruße. Wir haben uns gesammelt. Die Zwölfe zum Gruße. Major, Magistra, Isarun von Spogelsen. Bericht, was ist in Romelis vorgefallen? Romelis ist gefallen. Wir sitzen hier mit den restlichen verbliebenen zwei Zelte, die wir jetzt bemannt haben. Und ja, wenn ihr mit der Obrigkeit sprechen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Ich will mich jetzt euch nicht aufdrängen oder so, aber... Wahrscheinlich wird Rondirei Leuentreu euch das selbst erzählen können oder so. Dann führt uns doch zu dem guten Mann. Ihr kennt Rondirei oder seid um sie... Sie ist die neue Großmeisterin. Ach, war sie nicht auf dem kleinen Wortstein? Korrekt, gemeinsam mit ihrem Mann, der allerdings gefallen ist. Ist Ayla von Schattengrund gefallen? Ayla? Die ist hier irgendwann vor lang gezogen, aber... Wir wissen nicht genau, wo sie ist, nachdem Romulus gefallen ist. Keine Ahnung, wo Ayla ist. Gut, dann führt uns doch bitte zu ihr. Sie ist übrigens, das solltet ihr vielleicht wissen, in Umständen. Oh. Das ist doch erfreulich, oder nicht? In der Tat. In solchen Zeiten
nicht unbedingt mitten im Krieg, meint ihr nicht, Isarun? Ja, stimmt, ihr habt recht. Ja, wenn ihr das Zelt betretet, dann wird es zunächst nach Rauschkraut riechen. Ihr seht euch etwas um und könnt dann an einer großen Tafel erkennen, wie dort Rondirei Leuentreu von Havena sitzt, die Großmeisterin der Hohen Wacht. Tatsächlich, ihr habt sie schon gesehen, denn sie war auf der Feste Kleinwartstein gemeinsam mit ihrem Mann Rondasil. Habt ihr ja auch an seiner Seite gefochten, ist dann irgendwo in der Feste von Werheim gefallen durch den tödlichen Strahl von Daimoroch, was ihr nicht mitbekommen habt, aber was ihr dann nachträglich dann mitbekommen habt. Und sie ist hoch schwanger. Ihr Bauch ist riesig groß, da ist wohl nicht nur ein Kind drin, sondern vielleicht sogar zwei. Neben ihr mehrere Rondrianer, an der Zahl insgesamt 5 Stück und 2 Golgariten. Die Rondrianer klagen allesamt über fehlende Gliedmaßen, sowohl Beine einfach oder auch mehrfach oder Arme und auch bei der Golgariten, bei den Golgariten, das sind 2 Frauen, fehlen Gliedmaßen. Die sind also jetzt hier die letzte, ja, Wacht oder so etwas, was hier dann kurz vor Romulus noch zur Verfügung steht, um dann nichtsahnenden Reisenden den Bericht zu erstatten, dass sie doch umkehren mögen. Rondra mit euch. Ah. Moin, moin. Kommt doch, setzt euch. Ich könnte sehen, dass Rondra auf den Stümpfen dann Verbände sind und dann dementsprechend kommt da auch dieser Geruch her. Rondra zum Gruße. Die Mutter Sumo mit euch. Ich zweifle zum Gruß, Euer Exzellenz. Ich habe ich doch auch schon einmal gesehen, oder? Auf dem Kleinwartstein. Korrekt. Düstere Zeiten, was führt euch hierher? Wir sind hier, um Rassasor zu töten. Ja, dann seid ihr wahrscheinlich auf der falschen Seite. Vielen Augenbrauen hoch. Wie man, Euer Exzellenz? Nun, dass ihr auf der falschen Seite der Finstermark umherstreift. Ja. Wir kümmern uns hier vor allem um Romulus. Viele Paktierer, die nicht nur auf dieser Flussseite, sondern vor allem auch auf der anderen Flussseite sitzen und Asmodeus von Nandergast unterstehen. Es soll wohl auch einen Entsatz hergeben von einem anderen Offizier, Jerodin von Dunkelstein oder so. Zumindest sind seine Banner darunter gewesen. Allerdings, wo sie sich aufhalten, wissen wir nicht. Wenn ihr von hier aus in Richtung Norden aufbrechen wolltet, dann solltet ihr Koifelden und Güderau meiden, sondern am besten von hier aus direkt in Richtung Osten in die Berge aufbrechen, Turmfelsen, um dann die Engpässe zu umgehen. Denn dort sitzen sie und schneiden bevorzugt den Wandernden die Köpfe ab. Dunkelstein. Deswegen sitzen wir hier in Lennarts Mühle. Mann, ist uns bekannt. Aber wo sich der schwarze Drache aufhält, wir sind von Informationen abgeschnitten. Wir wissen nicht, wo Eider ist, wir wissen nicht, wo Rassasor ist. Wir haben gar keine Ahnung. Und verstehe. In diesem Zustand können wir auch wenig ausrichten. Schaut mich an, schaut meine Mitgeweihten an. Ich bin mir sicher, ihr tut, was auch immer euch möglich ist, und ihr tut ein gutes Werk. Könnt ihr uns vielleicht erzählen, was genau mit Romulus passiert ist? Der letzte Stand, auf dem wir waren, war, dass es Flüchtlingsströme aus Romulus gab. Ja, das ist kurz nach der Schlacht. Wir haben gesehen, dass sich die Tore geöffnet haben und endlose Ströme aufgetaucht sind. Vor allem, als dann die Rondrianer an der Pforte gefallen sind. Das haben wir wohl auch noch mitbekommen. Haben sich nur noch wenige von dort aus retten können. Und nachdem sie dann in Richtung Werheim gezogen sind, standen sie urplötzlich mit ihren Bannern des gefallenen Geiers vor der Stadt und nahmen sie ein. Ich weiß nicht genau, ob sich irgendjemand retten konnte, aber wir wissen nichts. Wir wissen nicht, was mit der Gräfin passiert ist. Mit dem Haus Rabben, und wir wissen nicht, was mit Eiler passiert ist. Nun, wir hatten gehofft, die Stadt hält ein wenig länger, aber nun gut, so sei es denn. Und dieses Geierbanner weht noch immer über Romulus. Hi.
Ist richtig. Wir konnten die Truppen identifizieren. Sie gehören zu Asmodeus, wie gesagt. Das wissen wir. Und wir wissen, dass Dunkelsteine darunter sind. Die, wie gesagt, jetzt von dort aus in Richtung Norden gezogen sind. Oh, ich habe hier eine kleine Karte für euch, wenn ihr euch die Stadt selbst einmal begutachten wollt. Die sitzen natürlich dann auf der falschen Seite und die Stadt befindet sich im Norden von hier. Aber ganz grob könnt ihr daran eventuell erkennen, dass die, ja, nachdem die Belagerung dann durchbrochen worden ist, mit aller Schnelle, mit Lug und Verrat, wie es dem Geier so zu eigen ist, die Stadt nicht wirklich schnell genommen werden kann, weil es mehrere Ringe gibt, die dann gehalten werden können. Also ist die Stadt immer noch umkämpft? Besteht die Möglichkeit, dass... Es gibt niemanden mehr, der kämpft. Wir haben niemanden mehr. Was er meinte, dass es vielleicht Eingeschlossene geben könnte. Davon wissen wir nichts. Wisst ihr, wie groß das Heer von Asmodeus war, ist oder noch oder war? Nee. Dazu können wir wenig sagen. Wie die Zahl machte in diesem Krieg zumindest nichts aus. Wie gesagt, die Geier kämpft mit Verrat aus dem Inneren und weiß nicht genau, wer die Tore geöffnet hat, aber sie sind geöffnet worden und mit aller Schnelligkeit konnten sie dann einziehen. Welche Kreaturen sind in dem Heer des Asmodeus? Oh, es sind vor allem Söldner. Einige Paktierer sind darunter. Ganz besonders kritisch wird wohl jemand sein, der sich das Geierkind nennt. Geierkind. Dieser Name schon wieder. Es sind keine erhobenen Untoten oder ähnliche dämonische... Ach so, meinetwegen dem schwarzen Drachen. Nee, sowas haben wir da nicht gesehen. Keine Untoten, sondern, ja, Soldvolk... Einige Reittiere, die dann wohl unter dem Dunkelsteiner Wappen stehen und dann etwas wie groteske Wölfe nachbilden, aber die kennen wir auch schon aus Kleinwartstein. Und das, die sind immer noch in der Stadt? Wisst ihr dies? Ja. Sind die immer noch in der Stadt? Ich weiß nicht genau, was sie da tun, aber es soll wohl... Es gibt mehrere Heiligtümer dort und ich glaube, sie versuchen dann auch den Travia-Tempel zu brechen. Das ist natürlich ihre Natur. Schaut euch das Wappen der Stadt an. Ich meine, wenn ihr aus Alanva kommt, dies hier, die Gans. Was ist mit dem Heiligen Paar? Ist es aus der Stadt entkommen? Wissen wir nicht. Wir wissen nichts über Romilis. Wir wissen nichts über die Gräfin, über das Heilige Paar, über den Verbleib von Eila oder wie es sonst in der Finstermark aussieht. Gunter Donnerfaust von Greifels war wohl auch noch kurzzeitig hier, aber hat dann diese Spitze dann wieder verlassen. Hat sich nach Dapazien begeben. Und wir wissen wohl auch, dass Rankara Liritena auch beobachtet und belagert wird. Ich weiß nicht genau, was bei der Brücke passiert ist, aber Mit diesen meinen Schwestern und Brüdern kann ich zumindest nichts mehr nehmen. Ich habe noch draußen zwei Soldaten stehen, aber auch die haben wenig Lust, gegen eine Heeresstreitmacht zu ziehen. Herzlich willkommen in der Finstermark. Und ihr sagt, das ist alles Soldvolk. Das ist alles Soldvolk, ja. Also mit genug glänzender Münze würden sie sich auch gegen den Asmodeus wenden. Sicherlich, also Verrat ist dem Geier zu eigen, aber sie können ebenso auch dann nach euch verraten. Gut. Auf einen Handel mit Dämonen oder Bündlern würde ich mich nicht einlassen, sondern sie einfach erschlagen.